Hallo liebe Freunde, heute gibt es mal einen schönen türkischen Hackfleischauflauf. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und viel Spaß beim Nachkochen. Dafür brauchen wir dann natürlich auch noch Zutaten und das sind heute mal nicht viele. Das ist einmal Hackfleisch, möglichst kein Schwein drin, also Rinderhack, Lamm, Hammel, irgendwie sowas in der Richtung. Dann Creme fraiche oder Creme légère. Dieses Mal kein Creme fine nehmen, weil das ist nicht dick genug. Dann noch Paprika und Federkäse. Als erstes wird das Hackfleisch angebraten, richtig schön in der Pfanne, bis es dann eine ordentliche Farbe, eine gesunde Farbe, also eine gebratene Farbe angenommen hat. Wird dabei gewürzt mit Salz und Pfeffer. Mehr braucht man schon fast gar nicht. Und dann kommt die Paprika oben drauf. Die dann natürlich auch noch schön mit durchbraten, durchgaren. Die soll jetzt nicht labberig sein, so dass man denkt, was ist das denn, sondern noch schön knackig, aber dafür trotzdem warm, heiß, so, ne? Und dass so ein bisschen Aroma von der Paprika auch noch in das Hackfleisch mit übergegangen ist. Geht relativ schnell. Dann kommt Knoblauch oben drauf. Gehört zur türkischen Küche nun mal dazu, wurde mir zumindest so erzählt. Schlagt mich nicht, wenn es nicht stimmt, weil dann muss ich das weiterleiten. Nachdem das Knoblauch drin ist, kommt da die Creme légère bzw. Creme fraiche rein. Das Ganze wird dann nochmal ordentlich durchgerührt, noch ein bisschen gebraten. Und dann heißt es eigentlich auch schon, ab in eine Schüssel. In so eine Auflaufform, irgendwie sowas in der Richtung. Möglichst was haltbar ist im Backofen, also kein Plastik. Eventuell noch mal ein bisschen nachwürzen, so beim Machen, aber sonst passt das. Wenn das dann alles da drin ist, in dieser wunderschönen Glasschale, in meinem Fall ist es eine Auflaufform, dann wird einfach nur noch der Feta-Käse drüber gestreut, so richtig schön dick, viel, weil mehr Käse, mehr Geschmack, finde ich zumindest. Aber es gibt nichts Besseres als Käse, außer noch mehr Käse. Dann kommt das ganze Ding bei ungefähr 180 Grad in den Ofen, bis es eine gute Farbe angenommen hat, wie man dann hier oben auch so schön sieht. So in etwa sollte das dann aussehen. Da ist jetzt leider noch ein bisschen Mozzarella mit bei, weil irgendwie ist mir der Feta-Käse ausgegangen. Kann man nichts machen. Hat aber auch geschmeckt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und abonniert mich. Abos sind, finde ich, immer gut, kosten euch nichts, mich freut es. Und damit sage ich dann bis zum nächsten Mal und guten Appetit.